So, und willkommen zurück hier bei Anno. Gut, dann würde ich sagen, beschleunigen wir hier natürlich mal die ganze Angelegenheit wieder. Bam. Ach, ich liebe es. Sie verfolgen da einen perfekten halt Plan. Die Essen. So, von ihnen brauchen wir 1200 und das sieht man eigentlich schon, wir haben da ein Problem. Wir kriegen hier nur... Ah, wo ist es denn? Nein, da. So, Kollege, fahr da mal hin. Ach, den Trimaran wollte ich natürlich noch mit Bauzellen voll knallen. So, den darf dann dort oben mal die holen, weil das wird uns jetzt alles nach und nach gut ausgehen. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir hier auch natürlich von den Ressourcen her. Boah, ich würde sagen, das sieht aktuell noch okay aus. Neue Gebäude zum Bau bereit. Ah, es steigt. Ah! Mann. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Das ist ein Krankenhaus und dann. Das ist eine Polizeistation. Gut, man könnte die kranken Leute auch erschießen. Nee, das ist leider nicht zur Option. Okay. Dann würde ich sagen. Krankenhaus. Ist da keins in der Nähe? So. Ah, ein bisschen erkältet. Noch immer eigentlich. Ach, Erkältung, das zieht sich bei mir echt hin wie noch was. Ein Solartur. Solarturmkraftwerk. Sehr schön. Kriegen wir den da rein? Warum habe ich irgendeine böse Vermutung, was da auf mich zukommt? Okay. Und... Habe ich irgendwas gesagt? Irgendwas Böses kommt auf mich zu? Hundertprozentig sind das wirklich ganz kleine Panels. Oh. Das sind wirklich ganz kleine Panels. Das geht ja. Steht da irgendwas dabei? Hm. Das geht. Okay. Ja, wie setzt man jetzt sowas richtig an? Gibt es da irgendeinen... Profi? Ach, ja, gut, okay, weil ich natürlich die mittlere Maustaste festhalten muss zum Drehen. Ja, Moment, dann kann ich da ja einen Kreis irgendwie machen, ne? Was bedeutet? Drehen? Tatsächlich? Oh, schön! Nein! Es, ach so. Falsch rumgedreht. Nicht im Baubereich. Willst du mich ver... Ach so, da ist das Gebäude im Weg, hä? Ja, auch wenn das sonst überall klappt. Nicht im Baubereich. Okay, Moment, ich probiere aber gerade was aus. Ich meine, das wäre jetzt das lachhaft geringste Problem, das ich kenne. Nö, ich darf hier keinen vollständigen Kreis bauen. Schade eigentlich. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Sorry. So und so schon mal nicht. Warum darf ich da keinen Kreis machen? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich um Kleinkram zu kümmern. Ja, du, ich habe gerade ganz wichtige Arbeit. Ich habe hier gerade nämlich... Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. So, dann drehen wir die Karte mal normal. Dann ist das immer noch schön symmetrisch. Okay. So. Bittet sie, ein Fahrzeug an verschiedenen Orten zu begleiten und zu beschützen. Roheisenabstrich. Was auch immer ein Roheisenabstrich ist, wir werden es erfahren. Lalalala. So.
Wir sollen also erst einmal dort auf mit unserer gewaltigen Flottille. Ich will eines dieser Schiffe haben. Das ist ein Manöver. Verschwinden Sie, bevor Sie ins Schussfeld geraten. Ja, du, keine Zeit dafür. So, wie sieht's denn jetzt allgemein hier aus? Glas. Es hängt natürlich wieder mal am Glas. So, wir haben Glas. Wie sieht's aus an Nahrung? Jupp. Okay, okay, okay. Dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ja, das dran! Sie werden doch nicht an dieser lächerlichen Aufgabe scheitern. Ja, mein Gott, Junge. Nerv mich halt. So. Du fährst da rauf. So. Oh Mann, ja, ist doch schon gut, Herrgott. Sakram nochmal, das ist doch halt das ja da. Mann, 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 Mann. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Echt? Wie lange wird es wohl noch unter Beschuss sein? Ich würde schätzen, innerhalb der nächsten Millisekunden ist es einfach platt, das zweite Schiffchen hier, wo ebenfalls herumstresst. So, also es heftet sich hier an dieses Schiff da dran. Sehr schön. Und möchte... Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal da runter. Das größte Problem wird jetzt einfach wieder das sein, dass ich das Schiff aus dem Auge verliere und es einfach versenkt wird. So. Wenn das Schiff natürlich hier schon mal bereitwillig wartet, nutzen wir das einfach. Auch schon mal direkt aus. So. Ach ja, herrlich, 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 herrlich. Holz mal den Wald schneller ab. Nee. Bauzellen haben wir, Akkuschrauber haben wir eigentlich dort unten genügend. Wenn nicht, schicke ich das größere Schiff nach oben. Das bringt ein bisschen mehr. So, wie sieht's aus? So, ja, wir müssen natürlich warten, bis das große Schiff da ankommt, ne? Mein Gott, fahr halt noch langsamer. Jetzt hätten wir sogar mal die Credits zusammen, diese scheiß Insel da zu kaufen, ne? Und jetzt mache ich hier natürlich das nächste Experiment. Naja, Experiment ist es ja keins, aber die nächste Sache. Die beiden Schiffe brauchen auch so lange, bis sie da sind. Ich fass es nicht. Kommt schon, ich werde das Monument bauen. Hier irgendwelche Leuten beim Aufstieg helfen. Oh, wir haben es fast. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Ja, und da müssen wir dann natürlich am Ball bleiben, ne? Da werden wir dann auch alles andere abstellen. Weil das braucht halt eben doch sehr, sehr, sehr viele Ressourcen. Also das ist nur der Anfang. So viel verrate ich schon mal. Das sieht cool aus, wie ich finde. Von der Bilanz her können wir uns das auch sehr, sehr gut leisten, muss ich gerade sagen. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. So. Ja, wir könnten dann auch fast die 10.000 für Global Trust ausgeben. Die haben ja meines Erachtens halt die coolsten Schiffe mitunter. Hier das Ding da jetzt vom Bleistift. Sie werden doch nicht an dieser lächerlichen Aufgabe scheitern. Ja, ja, du. Schon klar. Das ist aber nur Ware entern, ne? Das ist nur Ware entern. Das bringt mir persönlich relativ wenig. Es hat keiner mehr von euch einen Enterhaken da, gell? Ja, geht da auch gar nicht drauf. Schade eigentlich. Du bleibst einfach mal bei dem Schiff. Auch wenn das irgendwie überhaupt nichts bringt. So, wie sieht's hier aus, Leute? Ah, die können ja gar nicht weiter aufsteigen ohne das Glas. Und Holz, würde ich mal sagen.
So. Kommt, steigt auf. Ihr habt alles, was ihr braucht. Bauzellen, Akkuschrauber, Holz und Glas. Ohne Glas gebe ich Gas. Der war so mies. Na gut, die Sache ist natürlich die, wenn natürlich jetzt nichts mehr da sein sollte, was irgendwie aufsteigen könnte. Ah, ihr. 1640. Geht doch. Da geht doch was. Wie sieht's eigentlich warentechnisch aus? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist eh nichts. Sie lassen mich absichtlich warten, stimmt's? Halt doch das Gesicht, ne? Achso, da war das Schiff. Sind da jetzt eigentlich wieder alle dabei? Nicht, dass da irgendwo noch einer rumgondelt, aber ich denke mal eher nicht. So. Leute, wo ist das Problem? Steigt auf. Ist das nur so ein theoretischer Wert? Weiß das wer? Also theoretisch könnte ich 1640 haben, wenn alle Gebäude mit den nötigen Grundsachen versorgt wären. Ist das die Möglichkeit? Ganz ehrlich, ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ja, komm, hör mal auf hier rumzumachen, ne? Ich meine, könnt natürlich ein paar Gebäude noch hinsetzen, das ist ja alles überhaupt gar kein Ding. Machbar wäre es halt, die Straße bitte. Setzen das da runter, da ruf, bis dahin ungefähr. Dann machen wir da nochmal einen Park hin oder irgendein anderes uninteressantes Gedönse. Das gestalten wir dann mal ein bisschen anders da, einfach so. Wir dann da reinmachen. Wir haben ja tausend Sachen dann da. Mal so ein Brunnen hier hin. Hier mal. Was auch immer das für ein hässliches Objekt sein soll. So. Lang das vielleicht schon? Und du fährst dahin, dass wir den anderen da einfach mal haben. Bei diesen Missionen, jetzt stellt man sich vor, man fährt da stundenlang mit hinterher, ne? Hast ja überhaupt nichts zu tun. So. Wie sieht's aus? Ja, Hopp kommt, aufsteigen. Ich will hier oben welche. Nicht dort unten, das interessiert mich rein gar nicht. Ich meine, die machen es aber echt spannend hier, hä? Na gut, auf der anderen Seite, wir können uns hier unten ja auch noch so ein bisschen zumindest austoben, ausweiten. Die Produktionsstätten dort unten werden dann eh verlassen. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Ah. Sie werden doch nicht an dieser lächerlichen Aufgabe... Ah Gott, Junge. Was, Bergen? Ist das Schiff wahrscheinlich wieder untergegangen? Nö, es ist nicht... Weiß ich natürlich nicht, welches Schiff da mal wieder für zuständig ist. Ist allerdings ja auch gerade vollkommen uninteressant. Wir haben einen anderen Plan. So. Komm schon, ich brauche doch nur... warum vergesse ich die Zahl eigentlich immer, wo ich brauche? 1200. Ah, jetzt komm! Nicht mehr viele. Und hör auf zu speichern. Spiel gespeichert. Jahrhunderte später. 1144. Komm schon. So viele brauchen wir doch gar nicht mehr. Na?
Was interessiert mich eigentlich die Unterschicht? Leute, hier oben. Kommt, steigt auf. Werdet zu Ingenieuren. Ist ja alles höchst interessant, ne? Aber... Genau. Oh, wegen 30. Wollen Sie etwa mit Ihrem Erfolg prahlen? Nee, die ins Müsli kacken. Zufall, Glück, was auch immer. Hauptsache, Sie haben die Sache erledigt. Das ist so ein arrogantes... nettes wie Gesicht. Auf dem Präsentierteller. Ja, gut, wir sollten die Flotte relativ schnell von hier wegbringen. Genau, das sollte man nicht vergessen. Der mag das natürlich sehr, wenn man mit seiner riesen Flotte da hockt. Und ja, ganz einfach, indem ich auf die Einheit geklickt habe, du Versager. So, 30 Leute brauchen wir noch. Meine Güte, meine Güte. Okay, was haben die denn da unten für ein Problem? Dort unten haben wir keine Aktivität. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt das doch mal ganz anders, ne? Mann, das lohnt sich ja voll, wenn ich das jetzt dort baue, ne? So. Auch wenn sich das jetzt wahrscheinlich noch mal wenigsten rentiert. Machen wir das jetzt trotzdem so. Städtebau muss nicht immer logisch sein. Vor allem, wenn man halt was Spezielles erreichen will, muss man dann halt auch mal in den sauren Apfel beißen. Toll, jetzt klappt das da nicht. Na gut, ich meine. Wer sagt, dass ich hier diese Straße brauche? Stimmt, genau, wenn das da ist, dann lang das. Das ist doch genial. Das ist doch einfach nur genial. So, jetzt dürfen die dann unten auch aufsteigen. Das bedeutet, wir könnten zumindest hier nochmal so das Ganze ziehen. Na? So, und sobald dann das Mega-Bauwerk steht... Vorbeikommen. Das können wir jetzt schon abreißen dort unten. Die Bauzellen könnten wir hier unten eigentlich auch mal alle killen. Wir holen eh alles ran, was wir brauchen. So. Energietechnisch versorgen wir uns dann eher mit den Teilen hier. So. Sollte doch definitiv klappen. Komm, also das will ich jetzt noch schaffen hier in dieser Aufnahme-Session. Beziehungsweise in dieser Aufnahme. In der Aufnahme-Session werde ich leider nicht mehr das Monument hochkriegen können. Es hängt viel davon ab, unsere Förderer bei Laune zu halten. Darum brauche ich ihre Hilfe. Oh. Oh. Probieren können wir es auf alle Fälle mal. Ob es klappt, werden wir sehen. Das wird eher nicht der Fall sein. Grund ist ja einfach der, dass wir ihr dort oben die Insel wegluchsen wollen. Und dann werden wir da eh vom Ruf her sehr schlecht dastehen. Ja, das sieht super aus mit der Nahrung und so. Das klappt ja richtig gehen. Besser als gedacht. Auf alle Fälle. So. Wie sieht's aus? Es langt halt immer noch nicht aus. Selbst wenn die dort unten... Das ist halt die Frage, wie ist das getriggert, ne? Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Naja, pass mal auf. Weil wenn die hier aufsteigen, nutzt mir das ja relativ wenig. Die werden hier zu keinen... hier zu diesen Exklusives. Das müsste ja dann eher schon hier die treffen. Die müssten aufsteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das getriggert? Ist das random? Dann muss ich natürlich mal gucken, dass ich hier... eher die dann vielleicht dann auch mal dazu kriege. Beziehungsweise von Zerteilen etwas weiter fächern. Bauzellen fehlen. Machen wir hier mal Holz voll. Dann fährst du rauf.
Sie nehmen sich anscheinend genug Zeit, ihre Entwicklungen zu testen. Ja. So in der Art. Das hat allerdings leider einen anderen Grund, warum ich das mache. Der Grund lautet, keine SSAT. So, den schicken wir dann darauf. Das macht ein bisschen mehr Sinn, dann machen wir den nochmal rein voll. Gut, okay, es will wohl nicht klappen. Die vier Leute haben keine Lust, hier einzuziehen. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, baba!